Vamarda Padmasana ist der halbe Lotus mit linkem Bein unten. Daniel zeigt, wie es geht. Im Sitzen gib den linken Fuß unten und dann den rechten Fuß über den linken Oberschenkel. Also ist der linke Fuß unter dem rechten Oberschenkel und der rechte Fuß oberhalb des linken Oberschenkels. Und das ist dann Vamarda Padmasana. Padmasana ist der Lotus, Ardha Padmasana ist der halbe Lotus, Vama ist links und Vama bedeutet hier, dass der linke Fuß unten ist und der rechte Fuß oben. Für viele Menschen ist diese Stellung die wichtigste Stellung für die Meditation. Andere nehmen gern Dakshinardha Padmasana, also den rechten Fuß unten im halben Lotussitz. Für die Meditation musst du nicht abwechseln, linkes und rechtes Bein. Finde eine Beinhaltung, die sich am stimmigsten anfühlt und bleibe dort dauerhaft. Wenn du aber auf einer Seite gerne immer meditierst, also ein Bein unten, das andere oben, ist es gut, ab und zu mal bei der ein oder anderen Pranayama-Übung das andere Bein unten zu haben, also andersherum wie in der Meditation.